Hallöchen! Heute mal nur ein Infovideo, um so ein paar Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Viele haben es mitbekommen, die bei Facebook in unseren Gruppen sind oder mich verfolgen bei Facebook, bei meiner Fan-Like-Seite, dass ich einige Autos verkauft habe, unter anderem den Drifter. Den Arma, das habe ich noch verkauft. Die zwei Axials und den Hänger. Ich höre nicht auf mit dem Hobby. Also da dürft ihr nicht zu viel rein interpretieren. Ich verkaufe ja ständig Autos hin und her. Also die meinen Kanal schon eine Weile verfolgen, die wissen ja, wie viele Autos ich schon hatte. Es ist nur wieder, ich sage immer dazu eine Umstrukturierung. Ich habe jetzt nichts Großes zu meckern gehabt an den Autos, vor allem an die Axials. Ich hatte nie Probleme damit, hat auch immer Spaß gemacht. Aber für mich war es an der Zeit einfach was anderes zu machen oder ein bisschen was anderes zu machen. Also es werden wieder solche Autos kommen, aber keine Axials, keine Scaler, ich werde mehr in den Crawler-Bereich gehen dann später. Ich habe auch für mich selber jetzt, ihr habt ja gemerkt, es sind jetzt wenige Videos gekommen oder jetzt schon eine Woche, glaube ich, oder ein bisschen über eine Woche gar kein Video, dass es, also es ist ja ein Hobby für mich, also das Video machen und sowas ist ja ein Hobby, mehr oder weniger. Und es wurde halt mehr oder weniger zum Zwang. Ihr habt das wahrscheinlich, oder einige Leute, die mich angeschrieben haben, das schon mitbekommen mit den Frage-Antwort-Videos, dass die nicht mehr kamen. Ja, es wurde irgendwie zum Zwang, wenn man, wenn, oder ich für mich merke, ich mache das Video jetzt nicht, weil ich es will oder weil ich irgendwas machen will, sondern weil ich es muss, ist der Spaß weg. Also der Spaß an der Sache geht dann irgendwie verloren. Und deswegen habe ich jetzt erstmal die Bremse gezogen, habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt erst wieder ein Video, wenn ich irgendwas Cooles im Kopf habe. Und so ist das nun mal. Also, tja. Also, wie gesagt, zurzeit wird mit Sicherheit demnächst noch ein Video kommen. Ich wurde schon mal gefragt, ob ich mal ein Review machen kann zu meinem Kyosho. Also der Kyosho und der Quadrocopter sind das Einzige, was jetzt noch bei mir ist. Die zwei Axials und der Hänger sind zurzeit noch bei eBay drin. Das läuft noch 2 Tage, Auktion. Ja, wer Interesse hat, kann mir ja schreiben, dann kriegt er einen Link von mir. Soll jetzt aber kein Werbevideo werden, weil ich irgendwelchen Scheiß verkaufen will an euch. Nee, es geht mir einfach nur darum, das Gerücht aus der Welt zu setzen, weil ich schon ziemlich, ziemlich viele E-Mails bekommen habe. Auch bei meinen Auktionen, zum Beispiel bei eBay oder bei Kleinanzeigen, haben mich Leute angeschrieben: Hey, ich bin Abonnent von dir, warum verkaufst du alles? Machst du einen Kanal dicht und so? Nein, um Himmels Willen, ich mache meinen Kanal nicht dicht. Also, das liegt mir fern. Wie gesagt, ich will bloß ein bisschen umstrukturieren. Und wie gesagt, ich bin so ein Mensch, wenn ich Dinge machen muss, wird es langweilig. Es ist einfach so. Wenn ich es merke, dass ich die Videos nur mache, weil ich denke, ich muss es, was ich im Endeffekt nicht muss, aber ich hatte halt das Gefühl und deswegen mache ich es erstmal nicht mehr so oft Videos. Ich meine, gut, regelmäßig Videos habe ich ja eh nicht gemacht, weil ich bin so ein Mensch, ich mache das nur, wenn ich Bock zu habe. Wenn ich keinen Bock zu habe, dann mache ich das auch nicht. Ganz einfach. Und ja, wie gesagt, der Kanal bleibt bestehen. Ich werde das Hobby sicherlich nicht aufgeben. Es werden weiterhin Loot-Chest-Videos kommen. Für die Leute, die es interessiert. Ich weiß auch nicht, ich bekomme jetzt die Woche eine Lieferung. Einige von euch wissen das ja. Ich bin ja so ein kleiner Sportfan, also ist Kraftsport.
haben die Abonnenten ja von Benny wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich selber rede ja da nicht drüber viel. Aber Benny bei seiner Roomtour hat er ja so ein paar Dinge gezeigt. Und also, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Also, ja, wie gesagt, und ich kriege da jetzt so ein paar Sachen, weil der Benny hat das ja schon mal angesprochen gehabt bei sich im Video, dass ich arge Probleme hatte. Den Sport weiterzumachen, bezüglich des Rückens, weil ich arbeitsbedingt mein ganzes Leben schwer gearbeitet habe, schweren Beruf habe. Ja, und dann noch mit dem Sport zusammen und dann übereifrig und bla bla bla. Ist ja auch scheißegal, hier geht es ja nicht um mein Gebrechen. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, ich will da jetzt gar nicht so viel reden, wenn euch das Thema interessiert, so ein bisschen Sport, Ernährung und sowas, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Dann mache ich ein Unboxing-Video davon und erkläre so ein bisschen was darüber. Das ist jetzt kein Eiweiß-Shake oder irgend so ein Scheiß, sondern das ist was nicht oft, also ich habe es noch nie gesehen vorher. Ich wusste gar nicht, dass es diese Produkte gibt. Finde ich recht cool, deswegen will ich es einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, dann lasst mir einen Kommentar, schreibt einfach hier, was weiß ich will das sehen oder was auch immer. Und dann mache ich da ein kleines Unboxing-Video von, weil ich wollte es so oder so machen für Benny, beziehungsweise German Aussie Playground, weil er ja auch so ein kleiner Hobby, na, Bodybuilder möchte ich jetzt nicht sagen, aber Hobby-Sportler ist halt. Und ja. Also wie gesagt, ich hoffe, jetzt sind alle Gerüchte aus der Welt. Ich werde sehen, wann ich es schaffe, zeitlich ein Review zu machen. Vielleicht kommt es sogar noch die Woche. Man weiß es nicht. Über den Kyoshu. Hoch. Jetzt bin ich mit dem Fuß an der Kamera gekommen. Aber scheißegal, heute machen wir mal nicht einen auf professionell. Heute machen wir mal einfach mal auf spontan. Und ja, ihr habt ja mal, wo ich mein Abonnenten-Special, genau, das ist mir jetzt eingefallen, als ich mein Abonnenten-Special gemacht habe und so eine Art Vlog, oder wie es die ganzen Beauty- und YouTuber nennen, hat euch ja ganz gut gefallen und da wurde ich auch ein paar Mal gefragt, ob ich sowas öfters machen könnte. Vielleicht kommt ja so ein Video, dass ich einfach mal eine Cam mitnehme, eine GoPro am besten, die ist schön klein, und dann einfach mal, wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Bash-Video mache, einfach mal die Cam mitnehmen und ein bisschen laber. Müssen wir mal sehen. Kriegt man auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall will ich, wie gesagt, mein Dings ein bisschen umstrukturieren. Mein Kanal nicht unbedingt. Aber ja, vielleicht ein bisschen was anderes machen. Viele Leute von euch haben sich ja auch immer wieder mehr Tisch, also Bastelvideos gewünscht. Werde ich wahrscheinlich dann auch umsetzen. Und ja, das war's soweit. Ich packe noch in die Videobeschreibung den Link zur German Aussie Speed Challenge 2015. Da bin ich ja der Schiri. Und ja, wenn es euch interessiert, schaut mal vorbei. Ist schon einiges am Laufen. Und also wie gesagt, ich packe den Link in die Beschreibung. Folgt der Gruppe, da erfahrt ihr alles. Ich bin da noch an so einer Sache dran. Ich hoffe, das passiert jetzt nächsten Monat. Ja, da könnte ein bisschen was rausspringen für uns. Mal sehen, was wir da machen. Auf jeden Fall, soweit, so viel dazu. Viel Gelaber jetzt. 9 Minuten sehe ich gerade. Knapp 9 Minuten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.